Hi zusammen, wir haben heute hier uns einen recht milden Wintertag ausgesucht, um möglichst ein paar Fische zu fangen. Wir sind an einem Kanal unterwegs, circa 5 Meter tief, 4,5 Meter tief, da wo ich angle. Heute werden wir mit der Kopfrute versuchen, die ein oder andere kleine Güsterbrassen zu fangen. Ich bin einigermaßen optimistisch. Wir wollen es heute sehr, sehr einfach halten, weil gerade im Winter brauchen wir sowieso nicht zu übertreiben mit wahnsinnig viel Ködern und Futter. Insofern hoffe ich einfach, dass wir ein paar Fische vor die Kamera bekommen. Die äußeren Bedingungen, es friert nachts jetzt gerade relativ konstant. Das ist ja immer ganz wichtig, dass das Wetter konstant ist. Jetzt sind es gerade 4-5 Grad. Das heißt, wir können super angeln, haben kein Problem mit Eis, aber man muss natürlich berücksichtigen, dass das Wasser auch kalt sein wird. Ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber es wird, denke ich, auch so 5 Grad kalt sein. Und insofern habe ich schon gesagt, wollen wir es sehr, sehr simpel halten. Das ist auch meine Devise immer. Ich habe heute mit der Kopfrute 2 Kits aufgebaut. Einmal 1,5 Gramm und einmal 1 Gramm, um einfach ein bisschen flexibel zu sein. Jetzt kommt hier gerade ein Schiff vorbei, da kann man eh nicht angeln. Das Wasser beruhigt sich aber durch die Tiefe des Kanals relativ schnell wieder. Das heißt, ich brauche auch nicht deutlich schwerere Gewichte aufzubauen. Wenn das Schiff gleich durch ist, warten wir ein bisschen und dann kommt die Grundfütterung. Und ich würde sagen, wir legen direkt los und ich hoffe, dass wir ein paar Fische vor die Kamera bekommen. Also, los geht's. So, dann wollen wir jetzt mal eben die Startfütterung ausbringen. Ich habe mich heute entschieden, 6 kleine Bällchen zu füttern zum Start. Da ist auch ein bisschen was an Ködern drin, aber von allem nur eine Fingerspitze. Ein paar tote Pinkies habe ich mir vorbereitet, ein paar Caster. Und das ist es im Wesentlichen auch schon. Ich habe auch Zuckmückenlarven heute dabei, wenn es ein bisschen schwieriger wird. Davon habe ich jetzt in der Startfütterung auch nur mal so eine kleine Fingerspitze direkt ins Futter gepackt. Einfach, dass ein bisschen Aktivität drin ist. Aber alles sehr, sehr vorsichtig und den Temperaturen angepasst. Ich bringe alles mit dem Polcup raus. Einfach auch wieder dem Umstand geschuldet, dass es sehr kalt ist, ich vorsichtig und punktgenau angeln möchte. Und dann ist es mir das Risiko einfach nicht wert, gerade wenn wir jetzt alleine am Kanal sitzen, dass ich, nur weil ich ein bisschen schneller sein möchte beim Einbringen des Futters, vielleicht ungenau werde oder unpräzise werfe. Das kann gerade im Winter uns teuer zu stehen kommen. Und insofern minimiere ich das Risiko, indem ich hier punktgenau kappe. Man sieht es jetzt vielleicht auch immer so einen halben Meter vorher, visiere ich schon den Punkt an. Dann habe ich meine Linie direkt hier beim Ellbogen, das ist das Rutenende, und erreiche so immer genau den Platz. Hälfte haben wir. Es ist auch zeitlich absolut kein Problem. Selbst wenn wir jetzt sagen würden, man hat vielleicht 5 oder 10 Minuten nur Zeit zum Anfüttern am Anfang. Gerade im Winter sollte man sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, denke ich. Und selbst wenn es direkt losgeht in einem Wettkampf oder so etwas, dann hat man, glaube ich, immer Vorteile davon, sich wirklich gerade bei der Startfütterung ein bisschen Zeit zu lassen, alles präzise einzubringen, weil das holt man locker wieder auf, indem man eben sich sauber einen Platz aufgebaut hat. So, jetzt haben wir noch 2 kleine Bällchen. Das sind die, die auch einen etwas höheren Lebendköderanteil haben. Also diese Fingerspitze, von der ich sprach, habe ich in die letzten 4 Bälle verteilt, davon die letzten 2 eben mit dem höchsten Anteil, alles immer noch absolut human und jetzt nicht so, dass die voll gespickt sind mit Ködern,
aber einfach ein Stück weit ja, mehr Aktivität bedeuten. Und dann ja, fangen wir auch direkt eigentlich gleich an. Ich werde wahrscheinlich mit ein oder zwei toten Pinkies erstmal mein Glück versuchen. Wenn gar nichts gehen sollte, auch mal eine Mücke aufspießen. Aber ich bin noch ganz guter Dinge und wir lassen uns einfach mal überraschen. Ungefähr 3 Stunden geangelt und 2 Sachen lassen sich leider nicht verhehlen. Zum einen, dass es echt richtig nass, kalt und eklig ist. Also ich habe vorhin richtigerweise gesagt, es sind 5 Grad, aber jetzt hat es eigentlich die ganze Zeit so richtig schön Nieselregen gegeben. Das macht es nicht gerade angenehm. Soll aber nicht euer Problem sein. Alles in Ordnung. Das ist nun mal einfach so, wenn man im Winter angeln geht und das ist ja die Hauptsache, da mehr Lust zu. Die zweite Sache ist, dass es echt wirklich richtig hart ist heute. Wir haben, wie gesagt, jetzt gute 3 Stunden rum. Ich habe eine Grundel bis jetzt fangen können und ansonsten auch keinen weiteren Biss oder sonstiges bekommen. Auch das ist für den Winter nicht komplett unüblich, aber es geht natürlich jetzt auch darum, die Chancen möglichst hoch zu halten, nochmal einen Fisch, der vielleicht vorbeischwimmt, hier zu überlisten. Und da möchte ich euch einfach ein bisschen zeigen, wie ich jetzt hier vorgehe. Zum einen ist es so, dass ich heute in der Erwartung, dass es nicht so gut werden wird, einen relativ feinen Gummizug genommen habe. Das ist also unser Slick Elastic in der kleinsten Größe, die ist letztes Jahr nochmal nachgekommen. Das ist die 0,9 mm Größe, die es mir einfach erlaubt, sehr, sehr fein zu angeln. Und das ist eigentlich schon der wesentliche Punkt, feines Angeln. Wir sind hier in einem Kanal, der je nachdem, ob gerade geschleust wird oder nicht, kaum fließt, sodass ich mit 1 bis 1,5 Gramm eigentlich gut angeln kann. Und dementsprechend auch relativ feines Material verwenden kann, was die Schnur angeht. Ich habe jetzt also eine Montage dran mit einer 0,1 mm, also eine 10er Hauptschnur und ein 8er Vorfach, also relativ fein. Das Gute ist eben in dieser Abstimmung und in der Kombination mit dem feinen Slick-Elastik, selbst wenn ich einen größeren Fisch hake, der jetzt im Winter bei den kalten Bedingungen wahrscheinlich auch nicht ganz so aggressiv kämpft wie vielleicht bei wärmeren Temperaturen, dann habe ich auf jeden Fall ausreichend Spiel und kann den Fisch vorsichtig eben ausdrehen und muss nicht sozusagen die Gefahr eingehen, dass mir die Schnur reißt oder ich den Fisch verliere, sondern habe das eben sehr, sehr gut abgestimmt. Das ist so das, was man erstmal grundsätzlich beeinflussen kann. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass man die Hakengröße den Bedingungen anpasst. Ich habe vorhin angefangen mit einem 18er Haken, bin jetzt auf einen 22er Haken runtergegangen, damit ich wirklich nur noch ein Pinky, 1, 2 Mücken und ja, teilweise, wie gesagt, dann auch nur eine Mücke am Haken mal durchtreiben lassen kann, um einfach immer wieder zu probieren, diesen einen Fisch vielleicht im Vorbeischwimmen zu überlisten. Was das Füttern angeht, habe ich also auch das Ganze sehr stark zurückgefahren, habe nach 1,5 Stunden ungefähr mal einen kleinen Ball nachgefüttert, einfach nur
ehrlich gesagt für mich auch so ein bisschen, um sicher zu gehen, da liegt noch was unten. Es ist ja wahrscheinlich so, dass die Fische, die vielleicht mal vorbeigeschwommen sind, auf keinen Fall schon die Köder aufgefressen haben werden. Aber es gibt mir einfach so ein beruhigendes Gefühl, nochmal was nachzulegen. Es ist ein bisschen Aktivität am Platz und einfach so dieses gewisse Vertrauen nochmal, dass man eben auch selber am Ball bleibt, weil das ist ganz essentiell. Wie gesagt, es ist nass kalt, es ist ekliges Wetter, wir haben eigentlich keinen wirklichen Biss mehr gehabt, außer diese eine kleine Grundel. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man selber eben konzentriert bleibt und am Ball bleibt. Und da finde ich, ist sowas immer wichtig, dass man darauf vertraut, dass diese Sachen eben was bringen. Ansonsten ist es so, das ist vielleicht auch noch mal etwas, was für den Kanal besonders relevant ist, gerade noch mal nachgelotet habe, das zweite Mal jetzt schon. Einfach, weil im Kanal, jetzt ist hier sogar in der unmittelbaren Nähe eine Schleuse, aber auch sonst, wenn man mitten am Kanal sitzt, ist es eben wirklich so, dass der Wasserstand durchaus mal schwanken kann. Das sieht man jetzt heute ganz gut. Ich sitze heute im Wasser mit den vorderen Beinen der Kiepe, dass eben einfach ja, der Wasserstand merklich und ablesbar an den Kiepenbeinen schwankt. Und da einfach regelmäßig zu schauen, bin ich noch auf Grund, angel ich noch bündig oder eben auch mal die Tiefe zu verstellen, noch mal schneller, langsamer, verzögert durchtreiben zu lassen. Das sind einfach so kleine Kniffe, die man auf jeden Fall, was das rein Anglerische angeht, besonders im Winter ausprobieren kann. Ob es dann immer von Erfolg gekrönt ist, zeigt sich ja heute, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber es gibt einfach vielerlei Faktoren, die dazu führen können, im besten Fall, dass man nochmal den einen oder anderen Fisch mehr überlisten kann. Zur Bebleiung sage ich gleich nochmal separat was. Da habe ich auch ein bisschen hin und her geschoben, um auch da immer wieder auf vielleicht mal leicht andere Strömungsverhältnisse reagieren zu können und habe mich aber grundsätzlich wieder rangetastet jetzt zum Ende hin zu der ursprünglichen Bebleiung, das heißt eine Bulkbebleiung und darunter dann entsprechend drei Schrote. Das sind in dem Fall 10er Schrote heute, also auch relativ fein gehalten, die es mir einfach erlauben, nochmal ein bisschen variabel das ganze Absinkverhalten des Köders zu beeinflussen. Gerade mit der Mückenlarve jetzt am Haken ist es eben ganz wichtig, dass man da eben auch flexibel ist. Genau, und zu guter Letzt, was ich dann noch sozusagen als kleinen Tipp auch immer in der Kiepe habe, das ist nicht, weil ich so spröde Lippen habe, ein einfacher Labello-Stift. Es gibt auch spezielles Posenfett, nennt sich das. Das kann man eben an die Antenne schmieren und das Fett sorgt dafür, dass die Pose wieder ein bisschen mehr Auftrieb hat. Was bringt das? In meinen Augen ist es so, dass wir jetzt im Winter noch mal mehr als im Sommer darauf achten müssen, dass der Widerstand der Antenne möglichst gering ist. Das ist so, ich habe auch vorhin einmal mit einer Montage, die mit einer Pose bestückt ist, die eine Stahlantenne hat und somit gar keinen Auftrieb hat, geangelt. Da ist es so, wenn ich die extrem fein ausbleie, dann ist es manchmal so, dass das je nach Köderwahl, wenn ich dann mal einen Pinky statt einer etwas leichteren Mückenlarve anhänge, dass die Pose dann schon automatisch absinkt. Ich möchte grundsätzlich auch, dass sie extrem fein ist, sonst müsste ich eine Stahlantenne gar nicht aufbauen. Aber ich muss natürlich sicherstellen, dass ich nicht sozusagen ständig mit meinem Köder die Pose überbleie. Und da ist eben so ein Labello-Stift in der Kiepe extrem hilfreich. Da nehme ich einfach die Antennenspitze und habe dann mein Labello einfach vorbereitet und schmiere so ein bisschen am Rand die Antenne einfach der Länge nach ein und kann dann sehen,
wenn ich wieder rausschiebe, wie viel noch der Antenne dann wirklich über der Wasseroberfläche ist. Da kann man bei den jetzigen Verhältnissen, wo nicht viele Fische gefangen werden oder fast gar nichts gefangen wird, auf jeden Fall auch lange Zeit mit Ruhe haben. Kann auch so ein bisschen selber regulieren, indem man wieder ein bisschen Fett dann abschmiert, wie tief die Pose einsackt. Aber es erlaubt mir eben auf jeden Fall sehr, sehr fein zu angeln. Aber auf der anderen Seite keine überbleite Pose zu haben, wo dann ständig eben, ja, ohne dass ich einen Biss habe, die Pose untergeht. Und das sind eben einfach so beispielhafte Sachen, die man beeinflussen kann, auch bei extrem schwierigen Bedingungen. So, genug der Theorie. Wir wollen natürlich auch trotz allem noch sehen, dass wir einen Fisch fangen. Und insofern geht es jetzt weiter und wieder raus auf den Platz und wir versuchen unser Glück nochmal in der Hoffnung, dass dann doch noch der ein oder andere Fisch vorbeischwimmt, der unserer Mückenlarve nicht widerstehen kann. Wie gesagt, alles beeinflussen können wir nicht, wir können nur die Rahmenbedingungen schaffen, dass wenn ein Fisch jetzt im Winter bei den kalten Temperaturen vorbeischwimmt, wir eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass wir ihn auch dann fangen können.